Na, wie geht's euch zu Hause? Bleibt schön zu Hause, kann ich euch nur sagen, weil ich bin neulich mit einer S-Bahn gefahren und habe ununterbrochen gegessen. Ja, S-Bahn heißt doch, dass man die ganze Zeit essen soll, oder? Nein? Ach, man fährt von einer Station bis zur nächsten Station. Hat gar nichts mit Essen zu tun? Na, dann habe ich das verwechselt. Gut, dass wir uns treffen und darüber reden. Jedenfalls steige ich in diese S-Bahn und immer mehr Leute steigen ein. Es wird immer enger, immer enger, immer enger, immer enger. Da stehe ich und dann hört mal, was dann alles passiert ist. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der C so weh. Wo ist euer C? Ich zeige euch mal meinen. Hier ist er. Und der C tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Hacken weh. Wo ist euer Hacken? Hier ist meine. Und der Hacken, dieser Zacken, und der C tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir das Knie so weh. Wo ist euer Knie? Hier ist meins. Und das Knie wie noch nie. Und der Hacken, dieser Zackeln. Und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir das Bein so weh. Und das Bein voller Pein. Und das Knie wie noch nie. Und der Hacken, dieser Zackeln. Und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Po so weh, oh, und der Po sowieso, und das Bein voller Pein, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Bauch so weh, oh. Und der Bauch also auch, und der Po sowieso, und das Bein voller Peilen, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir die Brust so weh. Und die Brust voller Lust, und der Bauch also auch, und der Po sowieso, und das Bein voller Pein, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Rücken weh, und der Rücken voll Entzücken, und die Brust voller Lust, der Bauch also auch, und der Po sowieso, und das Bein voller Pein, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Hals so weh, oh. Und der Hals voller Schmalz, und der Rücken voller Zückeln, und die Brust voller Lust, und der Bauch also auch, und der Po sowieso, und das Bein voller Pein, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Wenn ich in der S-Bahn stehe, dann tut mir der Kopf so weh. Und der Kopf, dieser Tropf, und der Hals voller Schmalz, und der Rücken voller Entzücken, und die Brust voller Lust, und der Bauch also auch, und der Po sowieso, und das Bein voller Pein, und das Knie wie noch nie, und der Hacken, dieser Zacken, und der Zeh tut so weh, wenn ich in der S-Bahn stehe. Das war ganz schön aufregend, mit der S-Bahn zu fahren. Also Kinder, ich hoffe, ihr habt auch tolle Erlebnisse in diesen Tagen. Bis bald. Tschüss.